Gut, hallo, mein Name ist Claudio Schiesel, AK Civic, also daher auch in der Ankündigung Civic, was im Endeffekt von hinten nach vorne gelesen Civis heißt auf Latein und Bürger bedeutet. Und als Bürger beschäftige ich mich jetzt seit knapp 2 Jahren mit dem Thema Videoregulierung in Österreich. Ähnlich wie in Deutschland gibt es in Österreich relativ harsche Bewertungskriterien, wann ein Videodienst als eine Art Rundfunkunternehmen zu werten ist. So, wer bin ich zu meiner Person? Eben Claudio Schiesel, AK Civic, bin 33 Jahre jung, Blogger und YouTuber, Klammer auf, nicht unbedingt übermäßig erfolgreich, Klammer zu, und Betreiber von insidepolitics-civicsblog.com. Trotz meiner geringen Zugriffszahlen habe ich doch zum Thema Politik einiges immer wieder zu sagen, schaffe etliche Interviews mit Ministern, Landesräten oder auch, also für die deutschen Zuschauer, Landesräte sind sowas wie die Minister in den Bundesländern in Österreich und eben auch mit Landeshauptleuten. Dafür eben mein Chefkameramann Philipp Heyer, der ist immer bei solchen High-Potential-Sachen dabei und da haben wir die Möglichkeit, über den Steirischen Presseclub immer wieder bei solchen Veranstaltungen, die selber organisieren, mitdrehen zu können. Das war eine der letzten Veranstaltungen, bei denen wir dabei waren, letzte Woche mit der Familienministerin Juliane Bogner-Strauß. Das ist mein Blog insidepolitics.at und ich habe auch noch einen YouTube-Kanal, wobei noch, das ist jetzt dann die ganz spezielle Frage, weil ich bin der erste YouTuber, der in Österreich gegen das audiovisuelle Mediendienstegesetz klagt. Was heißt das? Dazu komme ich gleich. So, seit 150 Jahren gibt es in Österreich die sogenannte Pressefreiheit, basierend auf dem Staatsgrundgesetz 1867, Artikel 13. Das besagt, jedermann hat das Recht, durch Wort, Schrift, Druck oder durch bildliche Darstellung seine Meinung innerhalb der gesetzlichen Schranken frei zu äußern. Die Presse darf weder unter Zensur gestellt noch durch ein Konzessionssystem beschränkt werden. Das heißt in der Praxis, eine Zeitung kann nicht von der Wirtschaftskammer in ein Gewerbe gedrängt werden. Da gibt es natürlich dann gewisse Sachen wie Werbeunternehmen und so weiter. Dafür gibt es dann auch die Agenturen, die oft als eigene GmbHs bei Medienunternehmen untergebracht sind. Aber grundsätzlich darf ein sogenanntes periodisches Medium oder ein elektronisch periodisches Medium, wie das ein Blog wäre, nicht zensiert werden in Österreich oder unter eine Konzession gestellt werden. In der Praxis schaut das manchmal etwas anders aus. Administrative Postverbote finden auf inländische Druckschriften keine Anwendung. Ausnahmen dazu hat es im Ersten Weltkrieg gegeben und auch im Zweiten, aber im Zweiten hat ja nicht das österreichische Recht gegolten, aber das ist eine andere Geschichte. Das Problem, mit dem wir zu tun haben, oder besser gesagt die Herausforderung, Fernsehen und Internet gab es 1867 noch nicht. Und wer ein bisschen die österreichische Geschichte kennt, weiß, dass Österreich innerhalb Europas das letzte Land war, das das Privatfernsehen zugelassen hat. Das war 1995 mit dem EU-Beitritt. Warum? Österreich hat eben dieses ORF-Privileg gehabt und das war politisch so gewollt, dass es eben keine privaten Radio- oder Fernsehsender gibt. Und jetzt gibt es halt gerade 20 Jahre Privatradios. Die ersten österreichischen Privatradios haben ähnlich angefangen wie in den 70er, 80er Jahren in anderen europäischen Ländern. Sprich, dort, wo es erlaubt war, haben sie sich eine Antenne gekauft und haben dann in das eigentliche Zielland hineingesendet. Seit 2012 gilt eine generelle Meldepflicht für Abrufdienste in Österreich. Und ja, Fernsehen, Radio und Bewegtbildangebote im Internet fallen in Österreich unter das Gewerberecht. Die breite Gesetzgebung kann mehr oder weniger alle Angebote erfassen, egal ob es sich um Privatpersonen, Industriebetriebe, Parteien, Vereine und Behörden handelt. Das hat damit zu tun, dass es verschiedene
Entscheidungen gegeben hat in den letzten Jahren. Erstens, was ist ein Videodienst, was ist eine Sendung und zweitens, wie wird sozusagen die wirtschaftliche Tätigkeit erfasst. Da kommen natürlich gewisse Parallelen zu Deutschland auf und die Deutschen haben ja letztes Jahr damit begonnen. Also sprich Gronkh, Beats Meet und verschiedene andere YouTuber bekamen von den Medienanstalten Briefe mit dem Hinweis, dass ihre Twitch-Kanäle, die 24 Stunden lang im Livestream laufen, als Rundfunkunternehmen zu werten sind. So, damit sind wir in Österreich. Die österreichische Sichtweise sagt, seit 2012 sind audiovisuelle Mediendienste auf Abruf meldepflichtig. Wie bin ich darauf gekommen? Letztes Jahr hat der Alexander Wrabetz, das ist der Generaldirektor vom ORF, in einem Interview in der ZIP 2 gegenüber Armin Wolf gesagt, der ORF soll ein Social Media Haus werden. So, dann haben wir gedacht, das finde ich sehr interessant und Medien ist einfach ein Thema, mit dem sich mein Blog beschäftigt und habe halt an die RTR, Rundfunk- und Telekom Regulierungs GmbH, die der Comaustria unterstellt ist, das ist ein Teil dieser Medienbehörde, einen sehr ausgiebigen Fragebogen geschickt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil sie haben mir das zuerst einmal ein paar Fragen geschickt, so 10 oder so, und habe einfach gemeint, grundsätzlich die Frage, ist Social Media oder sind Videodienste im Internet schon überhaupt erfasst gesetzlich, gibt es da was? Und die haben gesagt, ja, das ist schon so. Dann haben wir gedacht, aha, das ist interessant. Und irgendwann einmal ist dann nach einigen hundert anderen Fragen herausgekommen, dass ich sogar meldepflichtig bin. Und dazu komme ich dann. Im Wesentlichen ist es so, dass man, wenn man sagt, okay, man möchte jetzt einen Videokanal im Internet starten, zum Beispiel einen News-Kanal, so wie wir das machen, müsste man zuerst an die Behörde, zur Behörde gehen und sagen, hallo, ich habe eine Idee, ich lehre dir das, schick einmal das ein, mach eine Anzeige und die Behörde sagt, ist in Ordnung, du darfst erst nach 2 Wochen, nachdem du das abgeschickt hast, starten. Wir schauen uns das in der Zwischenzeit an. Wenn es genehmigt wird und du fallst drunter, dann wirst du Wirtschaftskammermitglied werden und hast halt steuerlich dich um diese ganzen Sachen halt zu kümmern und bist halt im gewerblichen Bereich. Wenn es nicht ist, und das ist zum Beispiel bei Slideshows, dann bist du gewerbefrei. Bekannter von mir, der hat davon nichts gewusst, der hat das dank mir letztes Jahr erfahren, ist ziemlich erfolgreich, der ist wirklich im, also ich sage da jetzt nicht genau wer, aber der ist im Hunderttausenden Bereich, was Subscriber anbelangt und lebt davon. Macht aber Slideshows und tut sich mit sehr speziellen Themen auseinandersetzen, die laut Behörde nicht an die breite Masse gerichtet sind, im klassischen Sinn. Ich habe mir das durchgelesen, hat mir dankenswerterweise seinen Bescheid geschickt, im Gegenzug hat er dann meinen gekriegt. Also so läuft das im Endeffekt auch in der Community ab, wobei man sagen muss, dass die Community sehr schlecht vernetzt ist, das muss ich schon zugeben. So, und grundsätzlich wäre jeder Österreicher verpflichtet, so wie ich es gesagt habe, sich über dieses Gesetz zu informieren und zu melden. Und das Gesetz ist eben das audiovisuelle Mediendienstegesetz. Und ein YouTube-Kanal ist ein audiovisueller Mediendienst auf Abruf. Warum auf Abruf? Weil er nicht linear gesendet wird, wie zum Beispiel das Fernsehen, was jeden Tag von 9 Uhr bis 24 Uhr, zumindest zu meiner Zeit war es noch Sendeschluss, oder von 0 bis 24 Uhr ein Programm anbietet, sondern ein YouTube-Kanal ist on demand. Ich kann hingehen, entscheide mir, das Video will ich mir jetzt anschauen, egal von wo auf der Welt, und habe somit ein nicht-lineares Programm, das jederzeit zur Verfügung steht. So, Land von Regulierung und Gesetzen. Das war das erste Bild, mit dem ich mich da auseinandergesetzt habe. Und ganz oben prangt statt dem Wappen der Republik das Logo der Rundfunk- und Telekommunikationsregulierungs GmbH. Ja, da findet ihr eben auch verschiedenste größere Sender, ORF, Servus TV, ATV, Kanal 3 sind der Steiermarker Regionalsender, Antenne Steiermark, Krone Hit 86, also ich habe da ein bisschen durchgemischt, damit man einfach
sieht, für was die alles zuständig sind. Die RTR ist eine Art Superbehörde, die jetzt grundsätzlich gar nicht einmal so wenig Sachen macht. Die kontrollieren einerseits die Lizenzvergaben bei Radio und bei Fernsehen, eben auch bei audiovisuellen Mediendiensten. Die schauen auf den Wettbewerb, machen vier Werbeprüfungen im Monat, sprich zwei private, zwei staatliche Angebote werden auf die Korrektheit von Werbung und auf richtige Umsetzung von Werberichtlinien geprüft. Und die Behörde hat knapp 60 Mitarbeiter. Das heißt, das Thema YouTube ist für die eigentlich ein Randthema und sie haben auch viel zu wenig Leute, um das jetzt zu kontrollieren. Weil die Thematik, da kommen wir jetzt hin. Warte mal, das ist jetzt Klassiker. Das war der falsche Slide. Wer hat es erfunden eigentlich? Das audiovisuelle Mediendienstegesetz kam von der EU und wurde in Österreich, Klammer auf, vielleicht eher schlecht als recht umgesetzt, Klammer zu. Das ist meine persönliche Meinung. Es wurde 2010 beschlossen, dass es europaweit eine Anhebung geben soll, also sprich, dass Videokanäle im Netz gleichgestellt werden sollen mit Privatsendern, weil die eben gemeint haben, hey, wir sind so extrem reguliert, das finden wir eigentlich nicht okay, dass irgendeiner auf YouTube was hochladen kann und der fällt nicht unter diese Regulierungen. Und da hat halt die Lobby der klassischen Medien hier sehr stark darauf gedrängt, etwas zu machen. Und 2012 hat halt Österreich ein Privatfernsehgesetz umgesetzt, also dieses audiovisuelle Mediendienstegesetz umgesetzt, was das Privatfernsehgesetz ersetzt hat. Österreichs Parteien haben ja immer ein Interesse gehabt, die Medien zu kontrollieren. Und es ist schon äußerst interessant, im Jahr 2001, wenn ich mich jetzt nicht irre, ist die Medienbehörde offiziell gegründet worden, also diese RTR, auch im Anlehnen vom damaligen Bundeskanzler, dass man sozusagen den ORF auch besser kontrollieren kann über eine eigene Behörde. Die SPÖ war damals dagegen. Und kaum war die SPÖ 2007 in der Regierung, hat sie die Behörde ausgebaut. Übrigens für die Leute, die sich ein bisschen mehr mit Politik beschäftigen, der Mediensprecher der SPÖ bis letztes Jahr war ein gewisser Herr Josef Czapp. Also, und der von der ÖVP Werner Amon. Also das ist nur so jetzt eine Randnotiz meiner Person. Das AMDG macht vor normalen Unternehmen, Vereinen, Parteien, Behörden, NGOs nicht Halt. Das heißt, und jetzt sind wir wirklich beim Kern von der Sache, jeder, der einen Videokanal produziert, egal ob er jetzt eigentlich ein klassisches Mediumunternehmen ist oder nicht, müsste sich kontrollieren lassen. Und wenn die Behörde der Meinung ist, dass das zu den Aufgaben dazugehört, dann wird das sozusagen in den Gesamtgeschäftszweig hinein integriert. Das ist recht kompliziert. Es ist nämlich so, dass ich habe heute in der Früh nachgeschaut, Sie haben tatsächlich jetzt 243 Kanäle, sieht man eher auf einem späteren Slide, registriert, also von 243 Anbietern. Und ich habe im Dezember bei der Presseabteilung von der österreichischen Fußball-Bundesliga angerufen und gemeint gehabt, fallt sie eigentlich mit euren Videoangeboten drunter? Und die haben gemeint, ja, sie sind gerade in Verhandlung, da gibt es gerade ein spezielles EU-Urteil. Da sind sie jetzt gerade in der Diskussion, kann sein. Und ausgerechnet heute finde ich Rapid Wien dann auf der Liste. Also vor 4 Monaten war es noch nicht da. Ich habe eine eigene Liste, wo die schon drauf waren. Die erste und die zweite Liga. Und wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ist de facto sind die ersten zwei Divisionen, Entschuldigung, ich bin einfach, was das anbelangt, altbacken, vom österreichischen Fußball. Ja, die sind einfach jetzt alle als Medienunternehmen registriert. Was einfach in die Richtung geht, okay,
wenn die ein Medienunternehmen sind, das muss ich aber noch genauer recherchieren, müssten die ihren Gesamtumsatz und ihren Planumsatz und so weiter vorlegen laut Gesetz. Und dann würden die Umsätze, die eigentlich per se auch gar nicht einmal was mit Medien zu tun haben, zum Gesamtumsatz der Branche dazu gerechnet werden. Das gilt auch für Industrieunternehmen, teilweise auch für Parteien. Die Freiheitlichen der Freiheitliche Parlamentsclub ist ein Medienunternehmen. Das weiß fast keiner. Und das ist schon ein, sage ich mal, sehr weites und breites Feld. Wer durch die Liste der Abrufdienste ist, dazu kommen wir dann gleich, durchgeht, die Behörde selber veröffentlicht, die sieht da ist eine Marktgemeinde St. Michael genauso drinnen als Mediendienst wie der ÖMTC, wie die Wirtschaftskammer, aber die Gewerkschaft fehlt und die Arbeiterkammer mit ihren Angeboten auch. Und die Behörde hält sich bedeckt, was diese Sache anbelangt. Aber mein Gast letztes Jahr war, dass gar nicht einmal die YouTuber das Ziel der Behörde im aktuellen Sinn sind, sondern eher die Großunternehmen. Weil da gibt's, was weiß ich, von A1 Telekom, die habe ich jetzt auch heute gefunden, die haben einen Kanal, wo ein paar hundert oder ein paar tausend Leute sich das halt anschauen. Aber weil der Werbeeffekt für die halt da ist, können die mit ihren Programmen, die jetzt nicht klassische Werbung immer darstellen, so klassischer Werbespot würde zum Beispiel nicht runterfallen, wenn du nur einen Kanal mit lauter Werbespots hast. Aber wenn du zwei Leute hast, die sich sozusagen viral über A1 unterhalten in Form einer Sendung, wo auch A1 zum Beispiel eine Musikshow anbietet und solche Geschichten, dann fällt das schon drunter. Und das sind halt diese vielen Kniffe. Und das gilt halt leider auch für Privatpersonen. So. Gut, da ist, und ja, dann kommen wir mal zu meinem Selbstversuch. Im Herbst 2016 hat Inside Politics nachgefragt, ob wir unter das Gesetz fallen. Und die Medienbehörde hat daraufhin gesagt, ja, ihr fallt drunter, weil ihr nehmt auf eurem Blog Spenden ein und euer YouTube-Kanal und eure Facebook-Seite, die entsprechen diesen Kriterien, dazu komme ich gleich. Du musst nämlich Videos direkt annavigieren können. Wenn sie integriert sind in einen klassischen Blog, dann fällt das nicht drunter. Unterschied zeige ich euch gleich. Die haben gesagt, auch wenn ich keine großen Einnahmen habe und wenn es aber nur einen Euro ist, den ich Spenden annehme im Jahr, dann habe ich sozusagen eine Gewinnabsicht. Und außerdem ist ja der Imagegewinn zu werten. Und steuerrechtlich hat man mal erklärt, wenn die Situation so ist, dass dass ich zum Beispiel dadurch mir eine Kompetenz erwirtschafte oder entwickle, die dann mir einen Job in der Branche bringt, dann ist das auch anzurechnen. Also für die Leute, die sich damit schon mal steuerrechtlich oder beruflich auseinandersetzen müssten, ist das, glaube ich, relativ klar. Gut, das heißt, die Medienbehörde hat mir mitgeteilt, dass die Annahme von Spenden unter die wirtschaftliche Tätigkeit fällt und wir das prüfen lassen müssen. Gut, sie haben sich 6 Monate nicht gerührt, dann war ich bei einer Veranstaltung von Ihnen und im Mai 2017 erfolgte dann von mir die Einbringung eines Feststellungsantrages. Im Oktober 2017 erhielt ich einen Bescheid von der Behörde, dass ich tatsächlich drunter fall. Sie haben aber nicht geschrieben, ab wann. Also das heißt theoretisch bis zum Jahr 2013 zurück, seitdem ich halt mit Videos angefangen habe, obwohl ich erst Ende 2014 mit den Spenden angefangen habe. Und im Jahr kriege ich zwischen 10 und 130 Euro Spenden. Also es ist nicht offiziell der Rede wert. Aber aufgrund dieser Gewerbeverordnung und weil natürlich dann gleich mal 400 Euro an die Wirtschaftskammer abzudrücken wären, also oder zu zahlen wären, ist das jetzt keine lustige Geschichte im klassischen Fall. Im Oktober 2017 habe ich das halt eben bekommen, dann haben wir lang und breit in der Redaktion diskutiert, ob wir das jetzt beeinspruchen, ob wir zum Unternehmen werden oder nicht. Und dann habe ich doch noch auf den letzten Drücker einen Anwalt eingeschalten und habe Berufung beim Bundesverwaltungsgericht eingebracht. Es ist nicht wirklich klar, wie lange die jetzt dauert. Wir haben eigentlich, seitdem wir es reingebracht haben, noch nichts erfahren. Wir haben nur vom Bundesverwaltungsgericht einen Schritt bekommen. Wir bestätigen den Erhalt ihrer Beschwerde. Oder ihres Berufungsantrages, je nachdem, wie man das sehen will. Was auch lustig war, die Behörde hat nämlich mir reingeschrieben gehabt in den Feststellungsbescheid von Ihnen, dass ich ja
bestreite, dass ich ein Kanal wäre. Ich wollte eigentlich nur wissen, ob ich einer bin. Das habe ich auch witzig gefunden, aber vielleicht ist das Amtsjargon. Und ja. Weitere Hintergründe dazu. Die Medienbehörde rechnet die freiwillige Arbeit als Dienstleistung an. Also wenn der Philipp und ich sozusagen Arbeit investieren in das, dann ist das eine Dienstleistung. Warum? Weil im Paragraph 57a EUV wird das dann in den verbesserten Beiträgen, Folien zeigen, respektive es kommt eh später noch, geht es darum, dass man sagt, eine Dienstleistung wird in der Regel gegen Entgelt erbracht, muss aber nicht. Und weil im europäischen Vertrag, also AEUV sind europäische Verträge, auch nicht davon die Rede ist, dass eine Dienstleistung gewinnbringend sein muss, ist es so, dass sozusagen auch die Privatperson schneller mal drunter fallen kann. Kann, nicht muss. Eine Gewinnerbringung ist nicht notwendig. Es reicht, wenn man eben das Ziel verfolgt, Gewinne zu machen oder eben kostendeckend ist, wie es die Behörde bezeichnet. Da hat man ein Steuerrechtsexperte gesagt, das kostendeckend ist nicht ganz richtig. Das passiert anscheinend auf irgendeiner Judikatur. Der ist aber Jurist. Aber er hat auch gemeint, am Ende des Tages, wenn man diesen Begriff ersetzt durch die Gewinnabsicht, kommt das selber raus. Es reicht, wenn ein Dienst kostendeckend ist, sprich durch eigene Mittel finanziert wird. Finanztechnisch spricht man von der Gewinnabsicht. Diese muss nicht materiell sein, das habe ich gerade gesagt. Es reicht, wenn ein Videokanal auf eine Website verlinkt, wo gespendet werden kann oder Werbung eingeblendet wird. Auch wenn am Subangebot, Klammer auf Abrufdienst, Klammer zu, weder zu Spenden aufgerufen noch Werbung eingeblendet wird. Also es gibt manche Vereine, auch Medienvereine, die haben einen YouTube-Kanal, die haben eine Facebook-Seite mit Videos und verlinken einfach nur, weil es halt normal ist, auf ihre Webseiten. Und dort ist ein kleiner Werbebanner eingeblendet oder dort findest du eine Spendenmöglichkeit und dann fallst du sofort drunter. Und bei Vereinen ist das generell ein Problem. Natürlich ist die Schwierigkeit auch teilweise für Veranstalter. Weil wenn du eine Sportveranstaltung machst, und heute ist das ja üblich, State of the Art, dass du einen YouTube-Kanal oder eben ein Videoangebot anbietest, dann bist du schnell mal drunter. So, ich habe das hier schön gezeigt. Das ist sozusagen das Corpus Delicti. Diese beiden Spendenknöpfe auf Patreon und auf PayPal, auf Patreon hat man nie jemand was gespendet und auf Patreon habe ich letztes Jahr sage und schreibe 130 Euro bekommen. Das ist mein mittlerweile offline gegangener Facebook-Kanal Inside Politics Austria. Warum Kanal? Weil auf Facebook hat man die Möglichkeit, Videos extra anzunavigieren und zu sortieren und sie sozusagen aus der Chronik herauszusortieren. Das ist eigentlich der Hauptgrund, das gilt auch für Homepages, warum du dann als Videokanal giltst. Hier sieht man dann eben die verschiedensten Möglichkeiten und man sieht von Peter Bilz über die Frau Rosenkranz bis hin zum Roland Thüringer und habe ich schon alle interviewt und den Kern habe ich gefilmt in der Stadthalle. Ah ja, den Herrn Kurz habe ich einmal interviewt. Und das ist mein YouTube-Kanal. Der ist an sich auch momentan eingeschränkt nur verfügbar. Sprich, ich habe die meisten Videos deaktiviert. Wir haben jetzt aber gesagt, jetzt wollen wir 3 Jahre wahrscheinlich sogar warten können. Das habe ich so aus einer Seitengasse erfahren. Bis das Bundesverwaltungsgericht sich möglicherweise mit unserem Fall beschäftigt, haben wir gesagt, wollen wir wirklich 3 Jahre unseren Kanal ausschalten und nichts tun. Und da gibt es natürlich ein paar Möglichkeiten, das jetzt zu umgehen. Ich gehe nochmal zum Bescheidspruch. Die Behörde sagt, auf Antrag von Claudia Schiesel wird gemäß Paragraph so und so festgestellt, dass es sich bei den Angeboten YouTube-Kanal Inside Politics Austria abrufbar unter und so weiter, Facebook-Kanal Inside Politics Austria abrufbar unter und so weiter, jeweils um einen audiovisuellen Mediendienst auf Abruf im Sinne von Paragraph 2, Ziffer 3 und Ziffer 4 audiovisuelles Mediendienstegesetz handelt. Auf Antrag von Claudia Schiesel wird gemäß desselbigen Paragraphen festgestellt, dass mein Blog kein solcher Abrufkanal ist. Das hat
Und jetzt muss ich schauen, ob ich wirklich da, das verhaut habe. Da. Damit zu tun. Dieses Video ist auf YouTube eingebettet und kann dort navigiert werden. Wenn ich dieses Video auf Google Drive installieren würde, wäre das Google Drive übrigens auch meines Erachtens nach kein Videokanal, weil bei Google Drive kann ich nicht einfach so navigieren. Ich kann das zwar schon machen, indem ich zum Beispiel einen kompletten Ordner freimache und dort einzelne Videos einbaue, aber wenn ich nur immer den Link auf ein einzelnes Video mache, muss ich über einen eingebetteten Blog-Eintrag vom Video zu Video auf den Blog springen. Und solange das Bewegtbild eingebettet ist in eben einen solchen erklärenden Text, ist das sozusagen kein Videokanal. Fragt man sich natürlich im Moment mal, wie ist das dann eigentlich bei Facebook und bei YouTube, wo die ja die Kommentare auch seitenlang sein können? Da zählt das nicht, weil der Kommentar das Beiwerk zum Video ist und hier ist das Video das Beiwerk zum Kommentar. Ist kein Problem, wenn du es privat schaltest, woher soll dir jemand? Richtig, ja, aber privat schalten heißt auch de facto, genau, das haben wir auch teilweise gemacht. So, ich zeige euch noch was. Ich habe eine Frage, wer sieht meine Kamera hier? Also, das bin ich. Ist bei einer offiziellen Veranstaltung von der Medienbehörde. Wer sieht meine Kamera? Na, das ist sie. Und das ist die professionelle Kamera der Medienbehörde. Der Dienst der Medienbehörde, der von derselben Veranstaltung dieselben Videos gemacht hat, genauso wie ich, fällt nicht unter das Mediendienstegesetz. Zumindest finde ich ihn nicht auf der Abrufliste, aber macht eigentlich genau dasselbe wie ich. Und die Medienbehörde hat mir auch auf Antrag gesagt, dass die meisten meiner Sendungen, die sich eigentlich so wie heute um Veranstaltungen drehen, moderiert werden. Das heißt, sie haben mir ihre eigene Moderation angerechnet. Daraufhin habe ich bei der Gebietskrankenkasse angerufen und gemeint, muss ich jetzt die Chefin von der Medienbehörde bei mir muss ich die jetzt sozusagen anmelden, weil die mal eingestellt ist. Hat es geheißen? Nein. So. Und selbiges übrigens, das ist der professionelle Videokanal von der SPÖ und das ist der von mir. Der von der SPÖ ist nicht gemeldet, meiner würde unter das Gesetz fallen. Ich habe nicht so viel Zeit hier von der Regie. Wenn ich so Slideshows mache, wo ich mir um ein ganz spezielles Thema, wie zum Beispiel Star Wars oder eben Zweiter Weltkrieg herunterhandelt, dann ist das nicht Bewegtbild und fällt auch nicht drunter. Und im Sinne der digitalen Selbstverteidigung habe ich eine Liste erstellt mit YouTube-Kanälen von politischen Parteien und von Staatsbetrieben oder Staatsorganisationen, das sieht man dann hier, die alle eigentlich fernsehähnlichen Content produzieren, weil das ist ORF und das ist Bundeskanzler TV quasi oder Bundeskanzleramt TV und die sind alle nicht gemeldet. Also ich hoffe, es gibt noch ein paar Fragen. Ich schaue, dass wir das verminte YouTube in die andere Richtung spielen. Möglicherweise bei der Medien-Enquete im Juni gibt es Näheres dazu. Wenn es heute jetzt wegen der technischen Schwierigkeiten zu Shortcuts kam, tut es mir leid. Die Neos haben in Graz übrigens auch mal jetzt nachgefragt, ob die Videodienste der Stadt Graz drunter fallen. Sollten sie drunter fallen, wäre das eine demokratiepolitisch durchaus kritische Frage, weil, und damit bin ich gleich am Schluss, so könnten nämlich Gemeinderatsübertragungen aus Gemeinden verhindert werden, weil einfach die Gemeinden sagen, wir müssten uns dann als Rundfunkunternehmen deklarieren, wir müssten dann so und so viel Gebühren zahlen, das ist mit den zu erwartenden Quoten nicht deckbar und so weiter, das interessiert uns nicht. Und genau das ist das Problem. Interessant wird es nächstes Jahr, wenn ich wieder mal unter Wasserwag filmen darf, da haben wir in Graz die Weltmeisterschaft, weil theoretisch fällt auch das drunter. Aber das ist eine andere Geschichte. Wen interessiert es in der Kurzfassung? Diese folgenden Gruppen.
Und wer ein bisschen zu viel Geld in der Tasche hat, kann für sein Hobby in Zukunft 400 bis 44 Euro Wirtschaftskammerbeitrag zahlen, eine Sozialversicherungskarte lösen bei der SVA und jedes Jahr gegenüber der Behörde erklären, was sich bei ihm geändert hat oder nicht, seine Impressen kontrollieren und ohne dass ich jetzt schadenfroh bin, auch noch schauen, was eigentlich sonst noch gewerblich von ihm verlangt wird. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und übrigens die Staatsoper wurde als illegaler Piratensender von der Behörde erfasst und durfte 220 Euro Strafe zahlen. So, ich bin durch. Gibt's Fragen? Ja. Ja, das ist einfach die Frage. Grundsätzlich würde ich behaupten, ja. Praktisch gesehen, und das Wort wird sehr öfters in der Sache hören, ist es eine individuelle Einzelfallentscheidung, weil jeder einzelne Kanal muss individuell bewertet werden. Ja. Ja. Naja, das geht gar nicht anders. Also wenn du, weil ich habe schon probiert. Ich müsste mir das nochmal ganz genau anschauen. Aber grundsätzlich, sobald du nicht auf einem Kanalsystem navigieren kannst und das eingebettet ist, ist das Mischangebot und fällt an sich nicht runter. Ja. Na, gern. Also wenn ich jetzt nur ein Bild mache und ich habe ein Voice-Over und steifes Bild 90 Minuten lang und unterhalte mich über Gott und die Welt, fällt das nicht drunter. Also das habe ich gemeint mit Bewegtbild. Tatsächlich gibt es dazu auch keine Regeln. Gut, die Regie sagt Ende, jetzt muss ich. Ich stehe natürlich gerne zur Verfügung und für alles Weitere, hier habt ihr meine Kontaktdaten. insidepolitics.at. Ihr könnt mir E-Mail schicken, sowohl an meine alte E-Mail-Adresse civicsblog.com oder insidepolitics.at. Das ist ein Fehler. Okay, sei um 5 Uhr in der Früh erlaubt. Aber ist okay, da könnt ihr mich eigentlich erreichen. Und ja, wenn es Fragen gibt, ich stehe gerne zur Verfügung. Ich bin heute den ganzen Tag da. Wir sagen Danke, Inside Politics, mehr als Tagespolitik.